Lützerath ist ein kleiner Ort in Nordrhein-Westfalen mit großer Sprengkraft. Das von Klimaschützern besetzte Dorf im rheinischen Braunkohlerevier wird geräumt und abgebaggert. Eigentümer des von den ursprünglichen Einwohnern verlassenen Dorfes ist der Energiekonzern RWE. RWE fördert im rheinischen Revier westlich von Köln Braunkohle, dort liegt auch Lützerath. RWE will die unter dem Ort liegende Kohle fördern. Zwar wurde der Ausstieg aus der Braunkohleverstromung von 2038 auf 2030 vorgezogen, im Zuge einer Einigung mit RWE wurden aber die Laufzeiten von zwei Kohlekraftwerken verlängert. Um die Versorgungssicherheit bis 2030 aufrechtzuerhalten, bedarf es nach Behördenangaben der Kohle unter Lützerath. Andere Fachleute halten eine sichere Energieversorgung auch ohne den Abriss von Lützerath für möglich. Klimaschützer kämpfen für den Erhalt des Dorfes und sehen das Einhalten des 1,5-Grad-Ziels des Pariser Klimaschutzabkommens durch die weitere Kohleverstromung gefährdet. Immer wieder gab es Proteste gegen das Vorrücken des Tagebaus. Die Umweltschützer schlossen sich dafür zum Aktionsbündnis Lützerath unräumbar zusammen. Auch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg war schon vor Ort. Die Siedlung ist laut den Behörden von den ursprünglichen Bewohnern mittlerweile komplett verlassen. Deren Umsiedlung begann bereits 2006. Jedoch haben sich Aktivisten in Lützerath angesiedelt und protestieren von dort aus. So besetzten sie etwa RWE-Bagger, die für Baumfallarbeiten vorgesehen waren. Jetzt ist es an der Polizei, das Dorf zu räumen.